When the clock hits 13, you've been working, but you're flirting with the weekend. You can freak out. One in a million, you're a gem shine when the light grows dim. Sing one, one, two, three, four, three, two, one. 'Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Hunderttausende Mieterinnen und Mieter hoffen jetzt darauf, dass dieser Mietendeckel wirklich kommt. Dass sie sich ihre Wohnung auch in Zukunft leisten können, dass sie ihr Zuhause behalten können. Und jetzt kommt die Union und zieht gegen diesen Mietendeckel vor das Verfassungsgericht. Damit zerstört sie die Hoffnung von Hunderttausenden Menschen und ich finde das wirklich schäbig. Wir haben im durchexplodierenden Mieten eine Art Enteignung der gesellschaftlichen Mitte erlebt. Oft ist ja der Begriff Enteignung etwas, was eher so mit den Linken in Verbindung gebracht wird. Das war immer so das Schreckensbild. Achtung, wenn von Enteignung gesprochen wird, nehmen die Linken euch was weg. Tatsache ist aber, dass wenn die Löhne, die Renten, die Sozialleistungen nur ganz leicht steigen, die Mieten aber explodieren, für die Menschen immer weniger zum Leben übrig bleibt. Das heißt, explodierende Mieten sind eine Art von Lohnraub. Explodierende Mieten sind eine Enteignung der gesellschaftlichen Mitte. Und da machen wir nicht mit als Linke. Die CDU-CSU greift argumentativ ganz tief in die Trickkiste und beruft sich auf die sogenannte Vertragsfreiheit, in die durch den Mietendeckel unzulässig eingegriffen werde. Sie meint aber mit dieser Freiheit nur die Freiheit der Vermieterinnen und Vermieter, möglichst viel Rendite erwirtschaften zu können, koste es die Mietenden, was es wolle. Wer die Gropiusstadt nicht kennt, da wohnen 30.000 Leute im Süden von Neukölln. Das ist ein Plattenbauviertel, was in den 60er Jahren als sozialer Wohnungsbau gebaut wurde. Das sowas gilt üblicherweise als sozialer Brennpunkt. Das heißt, die Leute haben geringes Einkommen und die Mieten waren noch lange noch relativ niedrig. Die Wohnungen in der Gropiusstadt, die gehören hauptsächlich zwei großen Aktiengesellschaften, der Deutsche Wohnen und der Gropius Wohnen. Und die Mieter bekommen regelmäßig Ankündigungen von Mieterhöhungen von 170 Euro, von 220 Euro im Monat, von 240 Euro im Monat. Das Modell funktioniert so, dass sie eine energetische Modernisierung der Wohnungen ankündigen und auf diese Weise die Kosten dieser Modernisierung umlegen können auf die Miete. Den angekündigten sozusagen Mietsteigerungen von 170 Euro, von 240 Euro stehen 5 Euro angekündigte Heizkostenersparnis gegenüber. Und wenn Leute dann die Abrechnung kriegen, nachdem das Haus modernisiert ist, dann zahlen sie nichts weniger oder sogar mehr. Die Mieter, die diese Briefe gekriegt haben, die saßen anfangs völlig fassungslos da. Und dann haben sie Anwälte eingeschaltet, um zu fragen, ob das überhaupt legal ist, weil sie dachten, es muss doch verboten sein. Und als ihnen die Anwälte gesagt haben, dass das leider legal ist, dass der Vermieter das darf, haben sie gedacht, naja, okay, da muss doch die Miete wieder gesenkt werden, nachdem die Baukosten abgezahlt sind. Und dann waren sie völlig fassungslos, dass sie für immer 200 Euro mehr verlangen können und dass sie deswegen diese energetische Modernisierung machen. Und das Krasse ist aber, dass nicht nur die Miete erhöht wird und die Leute nicht wissen, wie sie es bezahlen sollen, sondern das Schlimme ist, dass die Bauzeit auch noch so verlängert wird von den Unternehmen, dass es den Leuten möglichst unangenehm gemacht wird, in der Hoffnung, dass die ausziehen oder sterben, weil man dann die Wohnung nämlich noch teurer vermieten kann. Wenn die Leute in der Wohnung bleiben, dann können sie die nur um 200 Euro erhöhen. Und wenn die Leute aber ausziehen und man das neu vermieten kann, dann wird die plötzlich für 9 oder 10 Euro vermietet, auch in der Gropiusstadt. Und dann lohnt sich das Geschäft erst richtig. Die Bauarbeiten bei Deutsche Wohnen, die dauern 1,5 Jahre, 2 Jahre in diesen Plattenbauten, währenddessen Leute in der Wohnung bleiben, die ganze Zeit den Lärm haben, den Dreck, keine Umsetzwohnung kriegen und während der Wochen, wo sie kein Wasser und keinen Strom in der Wohnung haben, in den Container auf den Parkplatz gehen müssen, zum Duschen und aufs Klo. Die fahren mit dem Bademantel im Aufzug nach unten, um da aufs Klo zu gehen, weil in ihrer Wohnung das Klo nicht funktioniert und der Vermieter kein Interesse hat, ihnen eine Umsetzwohnung zu geben. Und die kriegen sie nur, wenn sie das mit einem Anwalt durchsetzen. Und deswegen ist der Mietendeckel, der verhindert, dass das teurer vermietet werden kann und der deswegen das Interesse an diesen Geschäftsmodellen einfach zunichte macht. Total wichtig und deswegen war das eine Hoffnung für Leute und ist es immer noch eine Hoffnung für Leute, dass das endlich aufhört. Und das ist nicht nur in der Gropiusstadt so, in anderen Stadtvierteln, in den Altbauten hat man die Eigenbedarfskündigung, die teilweise vorgetäuscht wird, mit dem man selbst 80-Jährige aus der Wohnung rausschmeißen kann, weil man nämlich, wenn man die einmal los ist, die auch wieder teurer vermieten kann. Man hat die Leute, die Mängel in der Wohnung haben, die der Vermieter gesetzlich verpflichtet ist zu beheben, aber nicht behebt.
Und wenn die Leute dann die Miete mindern, um den Vermieter zu zwingen, das endlich zu beheben, dann werden sie rausgeschmissen wegen Mietschulden. Und selbst wenn ein Gericht feststellt, dass der Mangel in der Wohnung ist, den der Vermieter hätte beheben können, beheben müssen und verpflichtet wäre und es nicht gemacht hätte, und dass die Mieter sogar im Recht waren, die Miete zu mindern, dann werden sie trotzdem noch gekündigt haben, weil sie sich geirrt haben in der Höhe, der sie mindern mussten. Das ist so pervers und das ist zulässig. Und der Mietendeckel verhindert das endlich, weil man endlich nicht mehr, indem man die Mieter rauskrault, Gewinne machen kann. 'Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it.